In der letzten Folge haben wir Chalkis erreicht, das an der engsten Stelle zwischen Evia und Attika liegt. Kurz nach Mitternacht wurde die Brücke geöffnet und wir konnten an die Nordwestseite passieren, wo wir am Stadtquai festgemacht haben. In dieser Folge umrunden wir den nordwestlichsten Zipfel von Evia und fahren weiter bis zur Insel Skiathos. Fälschlicherweise habe ich in der letzten Folge die zweitgrößte Insel Finnlands Euböa genannt. Auf Griechisch heißt sie jedoch Evia. In Zukunft werde ich vor dem Vertonen meiner Clips immer meine Freundin Athanasia anrufen, damit sie mir die richtige griechische Aussprache der Eigennamen beibringt. Am nächsten Tag nutzten wir das abendliche Nachlassen des Windes und fuhren die paar Meilen nach Nea Attaki weiter. Nea Attaki ist ein typischer griechischer Ferienort mit einem angeschlossenen Fischereihafen. Leider war dort kein Platz mehr frei und so ankerten wir zwischen Innenmole und Strand. Hier ist man nicht auf ausländische Touristen eingestellt. Die Speisekarten sind nur in Griechisch abgefasst. Abends gab es Tanzvorführungen mit der Einladung zum Mitmachen. Wieder wollten wir das nächtliche Abflauen des Windes ausnutzen, um zumindest die Westspitze von Evia zu erreichen. Doch bereits hinter dem nächsten Kap trafen wir auf auffrischenden Wind natürlich genau auf die Nase. Umkehren wollten wir nicht und so liefen wir des Nächtens den einzigen geschützten Ankerplatz in einer Bucht hinter einer Fischzuchtanlage an. Bereits kurz nach Sonnenaufgang waren wir wieder unterwegs. Gegen Mittag hatten wir die Westspitze von Evia endlich erreicht. Hier liegt die Insel Monilia. Zwischen den beiden Inseln ist das Wasser tief genug, um hindurchzufahren. Allerdings kann hier oft Strömung von bis zu 2 Knoten auftreten. In dem kleinen Archipel rund um Monilia gibt es ein paar sehr schöne Strände, vor denen man mit etwas Vorsicht auch ankern kann. Zahlreiche Klippen und Felsbänke liegen auch hier.
Nach etwas Schnorcheln im türkisblauen Wasser brechen wir nach einer knappen Stunde wieder auf. Durch den Steno Artemisio geht es weiter Richtung Nordosten. Bevor wir die Einfahrt in den Golf von Volos passieren können, wird der Gegenwind immer heftiger und wir beschließen, für die Nacht nach Bigadi zu segeln. Gleich nach dem Kap setzen wir unsere Genoa und können so zumindest noch 4 Meilen segeln. Wie am Vortag sind wir bereits kurz nach Sonnenaufgang wieder unterwegs. Endlich! Unser Reiseziel, die nördlichen Sporaden, sind voraus bereits zu erkennen. Knapp unter der Sonne die Insel Skiathos, rechts daneben Skopelos. Sabina bereitet uns ein leckeres Frühstück, während ich die Kamera und die Verantwortung trage. Knapp 3,5 Stunden später sind die grünen Hügel von Skiathos zum Greifen nah. Am späten Vormittag laufen wir in die Bucht von Kokonaries ein. Unser Anker fällt 5 Meter tief in den weißen Sand. Schirmchenstrand. Nachgeschleppte, aufgeblasene Bananen mit Menschen drauf, Jetskis und Leute, die an Fallschirmen hängen, sind nicht unsere Welt. Deswegen brechen wir am frühen Nachmittag in die Inselhauptstadt auf. Dort wollen wir noch einmal unsere Vorräte aufstocken, Wasser tanken und uns dann in den unberührteren Teil der nördlichen Sporaden verziehen. Ich stehe auf dem Seitendeck und filme das vorbeifahrende Ausflugsboot. Keinen Gedanken verschwende ich an die aufgeworfene Bugwelle, die wenig später durch unsere geöffneten Luken bis in die Kojen schwappt. Es ärgert mich besonders, haben wir doch bereits vor ein paar Tagen die gleiche Erfahrung gemacht. In Skiathos legen wir an der Nordseite des Chartersteges an. Hier sind fast immer Plätze frei, die nur wir mit unserem geringen Tiefgang anlaufen können. Für Kielboote ist es hier viel zu flach. In den nächsten 2 Tagen ergänzen wir unsere Vorräte und erkunden die Stadt. Thank you.
der nächsten Folge besuchen wir Skopelos und ankern hier in der Südbucht auf Kira Panagia. Gestaltet diesen Segelkanal mit. Eure Kommentare helfen uns, unsere Videos besser zu machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.